Den Abschluss des Tages. Ein urpiratiges Thema, die digitale Selbstverteidigung, verschlüsseln. Warum machen wir das? Warum brauchen wir das? Warum sollten wir das tun? Warum machen es Leute wie ich nicht? Und das alles erklärt uns der Andreas Jung vom Kreisverband Augsburg, Kreisvorsitzender. Wird sicher interessant, also dann legen wir los, Ayo. Ja, danke für die Ankündigung. Das ist immer so der undankbarste Redeplatz. Sonntagnachmittag, der letzte Slot, später Nachmittag, 16:30 Uhr. Der harte Kern ist gerade noch vorhanden, hat sich mühsam durch viele Themen, die interessant waren, durchgequält und jetzt kommt einer wie ich mit so einem Thema. Digitale Selbstverteidigung. Das klingt schon mal ganz furchtbar, das klingt technisch, das klingt nerdig. Jetzt kommt bestimmt eine ganze Menge, was absolut keiner verstehen kann und eigentlich will doch jeder bereits zu Hause auf der Couch sitzen. Ich kann schon mal Entwarnung geben. Es wird nicht halb so technisch, wie mancher vielleicht befürchtet. Es wird, hoffe ich, für den einen oder anderen doch ganz interessant werden. Es werden vielleicht am Schluss die ein oder andere Frage noch im Raum stehen, die beantworte ich dann gerne. Aber wenn ich meine Zuhörerschaft dann heute Abend nach Hause entlasse und die sind ein bisschen nachdenklich geworden, das wäre mein liebstes Ziel, weil dann hätte man schon ein bisschen was erreicht. Ganz kurz nur, wie das Ganze ablaufen wird. Ich habe den Vortrag in 4 Teile gegliedert, mal mit plakativen Überschriften versehen. DEFCON, der erste, da geht es eigentlich darum, die Bedrohung zu erkennen, was wir hier momentan zu befürchten haben. Teil 2, Actio Reactio, Angriff und Verteidigung, das Zusammenspiel zwischen den Kräften. Teil 3, das How-To, der interessanteste Teil, die Abwehrstrategien. Was kann ich gegen welche Möglichkeit, mich auszuspähen, denn eigentlich machen? Und viertens, Back to the Future, was uns noch erwartet. Ich wage einen kleinen Blick in die Kristallkugel, was in den nächsten Jahren uns noch alles blühen wird. Ja, ich bin schon angekündigt worden, ich bin Andreas Jung, momentan Vorstand im Kreisverband Augsburg von den Piraten und ich kann auch alle wieder beruhigen, ich habe nicht IT studiert, ich bin kein Fachinformatiker, ich arbeite auf dem Bau. Und wenn einer wie ich das kapieren kann, wenn er sich ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzt, dann schafft das jeder. Also ich kann schon mal die Leute beruhigen, es wird kein Hexenwerk. Fangen wir an, DEFCON, Defense Condition, für die Leute, die sich noch an den Kalten Krieg erkennen, war eine 5-stufige Eingliederung des Bedrohungszustands zwischen Frieden und dem Ersten Weltkrieg. Die 5 war der Frieden. Da haben sich die NATO und der Warschauer Pakt ganz normal gegenseitig so ein bisschen beobachtet, was der Gegner macht. Teil 4, Stufe 4, die Wachsamkeit, irgendwas ist spanisch vorgekommen, man hat ein bisschen genauer hingesehen. Stufe 3, die Bereitschaft. Man hat etwas befürchtet und sich vorbereitet, sich zu verteidigen. Stufe 2, der Alarm. Jetzt geht es jeden Moment los. Und Stufe 1 ist uns damals zum Glück erspart geblieben, der Kriegsausbruch, Angriff und Verteidigung. Ich habe jetzt das 5-stufige System mal hergenommen, weil es sich wunderschön eignet, um unsere Situation, Politik, Polizei, Geheimdienste, aber auch die Medien und die wirtschaftlichen Interessen da ein bisschen abzubilden. Wenn man das Ganze jetzt einfach mal auf unsere Politik überträgt, wäre die Stufe 5 der Rechtsstaat. Das, was ja unser Ziel in der Demokratie ist. Stufe 4 ist schon eins höher, der Sicherheitsstaat. Stufe 3 wäre der Überwachungsstaat. Stufe 2, der Präventionsstaat, das heißt, wir überwachen nicht nur, wir versuchen schon im Vorfeld alles zu verhindern. Und die 1 wäre der Polizeistaat, das heißt, die vollständige Kontrolle von allen Lebensbereichen nach einigen wenigen, teilweise willkürlich festgelegten Kriterien. Nehmen wir das Ganze mal jetzt auf unsere Ermittlungsbehörden und unsere Geheimdienste, dann wäre Teil 5, die fallbezogene Informationserfassung, das heißt, es passiert ein Verbrechen und wir versuchen es aufzuklären, indem wir dem Ganzen nachgehen. Teil 4, erweiterte Aufklärung, allgemeine Erfassung der Daten. Das heißt, man schaut schon mal, was kriegt man überall für Informationen zusammen. Teil 3 wären die
umfangreichen Kontrollfunktionen, wie zum Beispiel die Vorratsdatenspeicherung, das Anlegen von Datenbanken, automatisierte Erfassung von Daten. Stufe 2, das wäre ja dann schon der Präventionsstaat, die vorbeugende Kontrolle und Überwachung. Man versucht, das Verhalten von verdächtigen Personen zu analysieren und zu bewerten. Hier spielt dann auch schon ein bisschen die Informationszensur eine Rolle. Und natürlich der Zugriff auf lokale Daten, nicht nur auf Daten, die allgemein heute im Internet verfügbar wären. Stufe 1 wäre das Ganze automatisiert. Die Überwachung potenzieller Verdächtiger, der Zugriff auf private Informationen. Ich möchte nicht ausschließen, auch eine Informations- und Datenmanipulation. Gehen wir auf die Wirtschaft. Die haben ähnliche Interessen heutzutage, unsere Daten zu erfassen, wenn auch jetzt aus einem anderen Motiv. Stufe 5, ganz normale Datenerfassung. Sie führen Umfragen durch, nehmen Cookies, sie wollen einfach wissen, was läuft so, was ist das Interesse ihres Kunden. Stufe 4 wäre dann schon eine erweiterte Datenerfassung, Nutzertracking. Man versucht, die Werbung zu personifizieren. Man erstellt Konsum- und Verbrauchanalysen. Teil 3 habe ich der personifizierten Datenerfassung und Auswertung zugeordnet. Also, wir legen Nutzerprofile an. Wir analysieren das Verbraucherverhalten. Wir handeln mit Adressdaten von unseren Kunden. Stufe 2, die generelle Datenauswertung und Nutzung. Wir schauen auch, was für andere Vorlieben unsere Kunden so haben. Und wir handeln auch mit diesen Kundendaten. Stufe 1, Daten- und Verbrauchskontrolle. Man versucht, den Verbraucher durch gewisse Informationen auf Grundlage seines Profils in eine Richtung zu drängen, um die Produkte zu kaufen, die man ihm an den Mann bringen möchte. Wir beeinflussen die Meinungsbildung und handeln auch mit persönlichen Daten. Das war jetzt viel. Ich stelle jetzt für jeden mal einfach so für eine Sekunde in den Raum die Frage, wo stehen wir wohl heute? Ah, ich sehe schon vorsichtige Meldungen. Ja, Tatsache, die Leute haben den richtigen Finger hochgehoben. Wir stehen nach dieser Einstufung heute auf DEFCON 2. Klingt brutal, ist aber leider so. Und diese Auswertungen, diese Datenerfassungen, die Situation, in der wir uns heute befinden, die hat bereits Auswirkungen auf das, was wir in unserem Land eigentlich sein wollen, eine Demokratie. Wir laufen schon in dieser Stufe massiv Gefahr, diese Demokratie zu beeinträchtigen und zu zerstören. Durch Manipulation. Politisch gesehen gibt es da eine ganz einfache Methode, eine Beschwörung der Gefahr, äußerlich oder innerlich. Das ist ein uraltes Thema. Das kannten schon die Leute vor 70 Jahren. Ich zitiere hier Hermann Göring aus den Nürnberger Tagebüchern von 1962. Der sagte: Das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es würde angegriffen, den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. Ist dem heute so? Eigentlich ja, nur in einer anderen Hinsicht. Heute beschwören wir den Krieg gegen den Terrorismus. Wir reden von erhöht abstrakten Gefährdungslagen. Das alles hat Auswirkungen, weil es in den Medien immer und immer wiederholt wird, von den Fachleuten, von den Politikern geradezu mantraartig beschworen wird. Wir haben Angst. Wir machen uns Gedanken. Und dieser Angstzustand, in dem wir sind, der hat wieder weitere Folgen. Aus Angst wächst Misstrauen. Und hier betreten wir eine abführende Spirale. Wir fangen nämlich an, die Unschuldsvermutung umzukehren. Das ist eigentlich das Grundprinzip eines Rechtsstaats, dass der Betroffene so lange als unschuldig gilt, bis ihm die Schuld nachgewiesen wurde. Jetzt machen wir es umgekehrt. Jeder gilt erstmal bis zum Beweis seiner Unschuld als potenziell verdächtig, zumindest für die Geheimdienste, in zunehmendem Maß leider auch für die Ermittlungsbehörden. Der nächste Schritt ist, dass die Begriffsdefinition verwässert wird. Was ist verdächtig? Wir dehnen das schon auf ganz alltägliche Handlungen aus. Es gab wiederholt Probleme,
von Leuten, die Chemie als Hobby haben, zu Hause ihren Chemiekasten haben und versucht haben, Chemikalien nachzustellen. Solche Bestellvorgänge führten teilweise zu Hausdurchsuchungen hier in der Bundesrepublik. Einfach, weil das den Leuten verdächtig vorkam. Wozu braucht der denn das? Und dadurch wird man verdächtig auf Verdacht. Momentan gerade mit unserem Krieg gegen den Terrorismus haben wir ein Feindbild aufgebaut, nämlich das des Muslimen. Wer jetzt einfach so rumläuft, als Muslim sich zu erkennen gibt, der wird mit Vorsicht betrachtet. Das heißt, wir entkoppeln wirklich tatsächlich nachprüfbare Verhaltensweisen und stellen die Leute unter Generalverdacht. Wie nennt man ein solches Verhalten? Die Politiker reden von Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ein Psychologe heute anwesend ist, der würde wahrscheinlich richtigerweise auf eine Paranoia tippen. Ich verbinde das Ganze jetzt einfach mal. Das steigert sich in eine Sicherheitsparanoia hinein. Und die hat Auswirkungen auf uns alle, als Bürger. Wir geraten ins Visier. Durch ständig ausufernde Überwachungsmaßnahmen im öffentlichen Bereich, öffentliche Plätze, privater Bereich genauso, Telekommunikationsüberwachung, Kontrolle von E-Mails, Erstellung von Bewegungs- und Verhaltensprofilen, die anlasslose Speicherung von Daten. Das alles betrifft uns direkt. Und es führt zu weiteren Aktionen, weil sich die entsprechenden Personen ihrer Paranoia bestätigt fühlen. Ich habe hier mal ein paar Beispiele angezeigt. 2011 zum Beispiel haben ein paar Jugendliche in Herford ein im Halteverbot parkendes Polizeiauto fotografiert. Eigentlich legal. Polizisten haben das anders gesehen. Die haben die Leute verhaftet. Gegenüber den Eltern aus erzieherischen Gründen haben die Smartphones einkassiert und die Fotos gelöscht. Berühmtes Beispiel Daniel Bangert, bekannt durch die Spaziergänge zum Deckerkomplex. Einen Tag, nachdem er seinen ersten Aufruf auf Facebook gestellt hat, stand der Staatsschutz bei ihm vor der Tür. Hat darauf hingewiesen, mach's lieber nicht. Oder Ursula Gresser, eine CSUlerin, hatte nach einem kritischen Twitter-Beitrag über die Mollert-Affäre Besuch von der Polizei, die sie gebeten haben, nicht an einer Veranstaltung der von ihr kritisierten Ministerin Merk teilzunehmen. Alles eigentlich legale Vorgänge. Die Auswirkungen aber gehen schon in die Richtung einer Repression. Und hier zeigt sich eine Abkopplung der Realität. Die Einhaltung von demokratischen Grundprinzipien und Rechten wird zunehmend als störend oder lästig empfunden. Das ist nicht nur heute so, das war schon früher so. Ich kann mich an ein Zitat erinnern, ich weiß leider nicht mehr, wer es gesagt hat, ein CDU-Politiker, glaube ich, der beschworen hat, dass man die Mitarbeiter nicht ständig mit dem Grundgesetz unterm Arm rumlaufen lassen könnte. Wenn irgendwie das Bundesverfassungsgericht dem Wahnsinn unserer Politiker Einhalt gebietet und deren Gesetzesvorhaben stoppt, dann wird das Ganze schon kritisiert, anstatt dass die Politiker selber hinterfragen, hoppla, lag ich wirklich mit meiner Absicht richtig im Rahmen des Gesetzes? Und Bürger, die sich für die Grundrechte engagieren, die werden auch abgewürdigt. Die Chaoten aus dem Computerclub, wie es Hans-Peter Uhl formulierte, oder die Karlsruhe-Touristen, das ist unserem Herrn Schäuble ausgerutscht, nachdem man ihm einen Riegel mit seiner Vorratsdatenspeicherung vorgeschoben hat. Wie geht's weiter? Es geht weiter, natürlich. Das eigene Verhalten wird einfach umdefiniert. Man hat ja selber recht, auch wenn alle anderen falsch sind. Lauter Geisterfahrer, die einem entgegenkommen. Sicherheit ist ein super Grundrecht. Also ich habe das Grundgesetz zu Hause, ich habe es durchgelesen. Von Sicherheit steht da nichts, da steht was von Freiheit, von Bürgerrechten. Wahrscheinlich musste Herr Friedrich das deswegen noch eine Stufe höher stellen. Jetzt habe ich mich nur auf die Politik eingeschossen. Wie ist das eigentlich mit der Wirtschaft? Der Wirtschaft ist es primär wurscht, ob sie in einer Demokratie oder in einer Diktatur tätig ist. Der geht es um die Maximierung des Gewinns. Und dazu üben sie, ich möchte nicht sagen Druck, aber doch einen gewissen Einfluss auf Politiker aus, damit sie sich in ihrem Sinne auch für sie einsetzen. Das gipfelt in Zitaten unseres Herrn Dobrindt, wenn der
den Datenschutz in Deutschland als Hemmschuh für Geschäftsmodelle öffentlich brandmarkt. Oder auch in Aussagen von dem Herrn Oettinger, der den Wert von Daten beschwor und gesagt hat, selbst ein Unternehmen wie Zalando, das noch nie Gewinne erwirtschaftet hat, ist an der Börse wertvoller als die Lufthansa, und zwar wegen den Kundendaten. Die Politik macht das jetzt nicht nur, weil vielleicht irgendwo mal ein schwarzes Köfferchen stehen bleibt. Die sehen hier eine Win-Win-Situation. Die Wirtschaft erfasst ja jede Menge Daten zur kommerziellen Auswertung. Sie wollen ja möglichst viel über ihre Bürger wissen. Sie sammeln Daten als Einnahmequelle. Sie versuchen sie natürlich dann auch zur Kundenbeeinflussung zu nutzen. Sie optimieren Angebot und Vertriebswege. Und zusätzlich gibt es hier die Möglichkeit für staatliche Stellen, auf diese Datenbestände zuzugreifen. Für eigene Statistiken, Prognostizierungen, aber auch eben zur Erstellung von Verhaltensmustern. Zusätzlich profitieren beide voneinander. Zum Beispiel bei der Umsetzung von Projekten, die mit Datensammlung zu tun haben, wie zum Beispiel dem elektronischen Personalausweis, der Gesundheitskarte, RFID- oder GPS-basierten Ortungssystemen und natürlich der Überwachung im Heimbereich. Was geht mich das an? Mich geht das doch nichts an. Ich bin Otto Normalverbraucher. Ich stehe morgens auf, trinke meinen Kaffee, lese meine Zeitung, gehe auf die Arbeit, sitze da 8-9 Stunden lang, komme nach Hause, nehme ein Bier aus dem Kühlschrank und schalte die Sportschau ein. Die haben doch gar kein Interesse an mir. Leider doch. Die Wirtschaft, die möchte nämlich wissen, welches Bier sie mir zur Sportschau verkaufen will. Die Polizisten, Ermittlungsbehörden allgemein. Denn heutzutage ist man ja nicht unschuldig. Man ist ein potenziell Verdächtiger. Und wenn es nur ist, dass ich morgen vielleicht im Halteverbot parke. Die haben Interesse an mir. Und die Geheimdienste sowieso. Da sind wir wieder beim Thema Sicherheitsparanoia. Die wollen alles über jeden wissen. Hier werden Daten gesammelt, damit man irgendwann mal vielleicht die Nadel im Heuhaufen suchen kann. Gut, ja, also die interessieren sich für mich. Ich habe doch nichts zu verbergen. Ganze Menge habe ich zu verbergen. Mein Gesundheitszustand. Möchte ich wirklich wissen, dass irgendwer von den Herren Bescheid weiß über diesen kleinen schwarzen Fleck auf meinem Röntgenbild? Finanzen? Will ich, dass die Bescheid wissen, wie stark ich mich für mein Auto habe verschulden müssen? Wie sieht es mit meinen Freunden aus? Die Geheimdienste sind da ganz wild drauf. Die gehen auf die 3- oder beziehungsweise 5-Step-Regelung. Interessant ist für die, wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der eventuell ein potenzieller Verdächtiger ist. Und dann hängt man bei denen automatisch im Schleppnetz mit drin. Meine Hobbys? Ich habe es ja bereits gesagt, vielleicht fliege ich gern mit dem Flugsimulator einmal um die Türme herum, die jetzt nicht mehr stehen. Oder ich bin Hobbychemiker und bestelle mir halt hier oder da mal wieder eine Zutat für meinen Baukasten im Keller. Mein Beruf, vielleicht arbeite ich in einem systemkritischen Bereich, Energieversorgung zum Beispiel. Oder mein Wissen würde es ermöglichen, irgendwelche gefährlichen oder kriminellen Machenschaften nachzugehen. Und dann natürlich meine Politik, sofern ich eine habe. Meine politische Überzeugung, wen habe ich gewählt, wen unterstütze ich, was befürworte ich. Das alles lässt sich mit einem Wort zusammenfassen. Das ist unsere Privatsphäre. Und die ist ein verdammt wertvolles Gut. Wenn wir diese Privatsphäre einmal verloren haben, kriegen wir sie nicht mehr zurück. Und deswegen ist es so wichtig, dass auch wenn man selber glaubt, man hat gar nichts zu verbergen, weil man ist ja gar kein Krimineller, man ist ja gar kein Terrorist, dass man frühzeitig sagt, stopp. Es gibt einen Bereich, da hat sich niemand außer mir drin einzumischen. Und das versuchen sie heute. Nach allen Regeln der Kunst. Lesen wir doch einfach mal bei Facebook die letzten AGB-Änderungen. Alles, was auf Facebook eingestellt wird, Texte, Bild, das gehört automatisch dem Mark Zuckerberg. Irgendwo muss er sein Geld verdienen. Die Polizei, die perfektioniert Überwachungstechnologien als Standardinstrument, wie zum Beispiel die Funkzellenortung. Oder versucht schon Handtaschendieben ein DNA-Profil abzutrotzen.
Und über unsere Geheimdienste brauche ich, glaube ich, nicht viel sagen. Erst letztens kam raus, dass allein der Bundesnachrichtendienst jährlich ca. 80 Milliarden an Telekommunikationsdaten erfasst. Und dank den Aussagen vor dem NSA-Untersuchungsausschuss wissen wir auch, dass sich die Herren nicht unbedingt an deutsches Recht gebunden fühlen. Und damit wissen sie alles über uns. Wir sind ein gläserner Bürger. Sie kennen unseren Tagesrhythmus. Das hier ist ein Ausschnitt aus einem Bericht von Dimitri Tokmetsis, wie dein unschuldiges Smartphone fast dein ganzes Leben an die Geheimdienste verrät. Allein durch die Nutzung der Daten fallen Metadaten an. Durch die Nutzung der Geräte fallen Metadaten an. Wir benutzen das Handy, wir benutzen unser Laptop, wir rufen unsere E-Mails ab. Überall hinterlassen wir Daten. Nicht die Inhalte, sondern nur den Zeitpunkt, wann wir was verwendet haben. Und hieraus lässt sich wunderbar unser Tagesrhythmus, ich möchte nicht sagen minutiös, aber annähernd minutiös nachverfolgen. Die wissen, wo wir gewesen sind. Wo wir telefoniert haben, hinterlassen wir Spuren. Wo wir unsere E-Mails abrufen, hinterlassen wir Spuren. Ort und Zeit sind bekannt. Man kann ein tägliches Bewegungsprofil unserer routinemäßigen oder außerplanmäßigen Aktivitäten erstellen. Und die wissen natürlich auch, mit wem wir was zu tun haben. Wer unsere Freunde, unsere Familie ist. Mit wem wir wie oft kommunizieren. Hier lässt sich ein ganzes Beziehungsgeflecht einfach nur aus ein paar Verbindungsdaten herausarbeiten. Das wissen wir alles dank einem Mann, den ich heute wieder mal zitieren möchte, Edward Snowden. Der sagte, nachdem er das Interview gegeben hatte und einen kleinen Einblick in die Praktiken der Geheimdienste uns offengelegt hat: Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo alles, was ich sage, alles, was ich mache, mit wem ich spreche, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Und wenn man sich Gedanken darüber macht, wie man selber leben möchte, muss man eigentlich zugeben, das möchte keiner von uns. Wir müssen einfach Stopp sagen. Wir müssen selber etwas in die Hand nehmen, um etwas gegen diesen Überwachungsfanatismus, der sich hier ausbreitet, zu tun. Damit komme ich jetzt zum interessanten Teil. Das, worauf die ganzen Leute eigentlich jetzt gewartet haben. Was kann ich denn eigentlich machen? Und wenn wir schon gerade mit Handys gesprochen haben, hier liegt auch noch eins, fangen wir einfach mal mit denen an. Schutz vor Ortung. Wenn wir mit dem Mobiltelefon unterwegs sind, müssen wir noch nicht mal telefonieren, wir müssen es nur eingeschaltet bei uns haben. Und schon fangen jede Menge Daten an, denn das Handy versucht sich ja bereit zu halten für ein Gespräch. Das heißt, es sucht sich die nächstgelegene Funkzelle und verbindet sich mit der, hält mit der regelmäßig Kontakt. Hier fallen eine ganze Menge Daten, die eigentlich ja schon sehr aussagekräftig sind, wenn wir jetzt vorhin an das Diagramm der Auswertung der Metadaten denken. Wir sind identifiziert über unsere Rufnummer. Es wird protokolliert, wie lange wir uns in einer Funkzelle aufhalten, mit wem wir da gesprochen haben oder was für Datenübermittlungen angefallen sind und wie lange das Ganze gedauert hat. Die Speicherfristen bei unseren Providern in Deutschland sind unterschiedlich. Die Telekom speichert diese Daten, trotz Flatrate wurde das gerichtlich bestätigt, bis zu 7 Tage. Vodafone hat in den AGBs bis zu 30 Tage drinstehen. Mein letzter Stand von E-Plus waren bis zu 60 Tage. Das ist im Endeffekt eine Datenvorratsspeicherung light. Was können wir dagegen machen? Wir können Widerspruch gegen die Speicherung einlegen. Wir können über die umgehende Löschung verfügen. Und das müssen wir regelmäßig machen, damit sich die Herrschaften auch daran erinnern. Dann werden dort unsere Daten zumindest sukzessive auch wieder auf Null gesetzt. Das Handy gibt aber auch noch ein anderes Problem. Nämlich, es ist ja nicht nur die Funkzelle, die ein Telefon abfragen kann. Die Polizei schickt bei Großdemonstrationen in verschiedenen Ländern gerne so unauffällige Autos rum. Was da drin steht, ist ein sogenannter IMSI-Catcher. Was ist ein IMSI-Catcher? Ein IMSI-Catcher simuliert eine Funkzelle. Und weil er näher dran ist, versuchen sich die ganzen Telefone erstmal mit diesem Catcher zu verbinden, der dann die Daten an die richtige Funkstation durchleitet. Das ist ein klassischer Man-in-the-Middle-Attack. Der kann alles. Der kann orten, der kann überwachen, der kann theoretisch auch die Gespräche, die da geführt werden, abhören. Und davon sind nicht nur die Leute betroffen, die in der Demonstration die Straße entlang ziehen. Es sind auch die Leute, die als Passanten einfach mal zufällig vorbeikommen
oder die Leute, die ausgerechnet an dem Straßenzug wohnen. Hier fallen wirklich enorme Daten an, die von der Polizei gespeichert werden. Die Betroffenen werden in der Regel nicht informiert, dass sie hier irgendwo erfasst wurden und können somit auch nicht überprüfen, ob diese Daten jemals wieder gelöscht werden. Dagegen gibt es momentan nur ein Mittel, das Handy nicht mitnehmen. Es gibt momentan keine Möglichkeit, sich hier jetzt irgendwie gegen einen IMSI-Catcher zu wehren. Es gibt ein paar Apps mittlerweile, um die aufzuspüren. Aber das Gegenmittel ist wirklich nur ausschalten, Batterie raus. Ja gut, wir haben ja eigentlich keine Handys, wir haben ja heute Smartphones. Ne? Jeder hat so eins. Ganz cooles Teil. Man kann alles Mögliche damit machen und das Schönste ist, da gibt es so tolle Apps. Teilweise kostenlos, kann man runterladen. So ganz tolle Tools und Twitter und das ein oder andere Spiel. Alles Mögliche. Kann man sich runterladen, installieren, ist super. Wenn man das versucht, dann kommt so eine ganz kleine Meldung. Dieses Programm möchte gerne zugreifen auf das Netzwerk, auf Dateiordner, auf das Adressbuch. Ja gut, wir wollen es ja verwenden, also klicken wir einfach auf Ja. Was wir jetzt aber nicht bedenken, ist, dass hinter diesen Apps ein Programmierer steht. Und wir haben keine Möglichkeit zu kontrollieren, was macht diese App eigentlich mit den Daten. Ich erinnere da an 2013 an die berühmte Taschenlampen-App, die sich einfach mal Zugriff auf alle möglichen Verzeichnisse, Adressbücher und so weiter eines Handys gesichert hat und die dann durchgeleitet hat. Wir haben einen Spion in der Hosentasche, wenn wir nicht aufpassen. Dagegen können wir uns im Endeffekt nur wehren, indem wir das Kleingedruckte lesen, wirklich überlegen, braucht diese App den Zugriff? Oder sich dann halt doch immer noch ein bisschen weiter im Marketplace rumwühlen und schauen, gibt es vielleicht eine andere App, die nicht ganz so datenhungrig ist? Apps sind sowieso so ein Thema. Ich stelle jetzt mal ganz provokant die Frage, wem gehört eigentlich das Smartphone? Ich behaupte, dem Käufer nicht. Er kann nämlich nicht alles damit machen. Die Hersteller üben eine umfassende Kontrolle aus. Nehmen wir zum Beispiel mal Google mit Android. Sehr verbreitetes Betriebssystem für die Smartphones. Wenn es von einem Hersteller installiert werden soll, schreibt Google mittlerweile vor, dass 22 Apps fest installiert werden, die Google vorgibt, die nicht gelöscht werden können. Was machen die? Hat man keine Möglichkeit, das nachzuprüfen. Man kann sie auch nicht irgendwie deaktivieren oder einschränken, geschweige denn installieren. Damit diese Apps dann verwendet werden, haben die Hersteller über ihre Installationsvorgänge noch die Möglichkeit, die Installation missbeliebiger anderer Apps einfach zu verhindern. Entweder indem sie gar nicht erst im Apple Store auftauchen oder indem sie bei Google ganz schnell wieder von der Liste verschwinden. Das ist mir aufgefallen, betrifft hauptsächlich Apps, die in der Lage sind, den Datenhunger anderer Apps einzuschränken. Kann Zufall sein. Fakt ist auf alle Fälle, die Apps, die drauf sind, vom Hersteller, die sind für uns eine Blackbox. Wir haben keine Möglichkeit. Wir können uns dagegen im Endeffekt nicht wehren. Außer wir greifen zu einer brutalen Methode und rooten das Smartphone. Das heißt, wir installieren eigentlich unser eigenes Betriebssystem. Wir hacken uns da rein. Das Problem ist nur, wenn da was schief geht, und da kann für Ungeübte einiges schief gehen, ist das Smartphone vielleicht im Eimer, kann nicht benutzt werden. Und der Hersteller sagt, oh, Moment mal, kein Garantiefall, du hast da dran rumgefummelt. Alternativ könnte man natürlich jetzt rumgucken, gibt es ein Smartphone mit einem anderen Betriebssystem, was einem mehr Rechte gibt. Ich bin mittlerweile zu Firefox OS übergegangen. Da habe ich wenigstens die Möglichkeit, dezidiert für jede Anwendung, die installiert ist, den Zugriff zu verweigern oder zu gestatten. Und ich setze enorme Hoffnungen auf das angekündigte Smartphone mit Ubuntu. Vielleicht ist man da jetzt dann endlich irgendwann sein eigener Herr auf dem Smartphone. Aber wie gesagt, momentan haben wir verdammt teure Leihgeräte in der Tasche. Gut, lassen wir sie einfach mal zu Hause. Gibt nur Ärger, haben wir gesehen. Verzichten wir auf die ganzen Handys und dann sind wir eigentlich wieder anonym. Leider nicht. Wir wohnen in Deutschland in einem Flächenstaat, wo jeder irgendwann irgendwie auf ein Auto angewiesen ist.
Und dank diesem Auto sind wir wieder überwachbar. Erster Schritt ist das Kennzeichen-Scanning. Das wird von der Polizei ganz gerne eingesetzt, um das Kennzeichen des erfassten Fahrzeugs mit der Liste abzugleichen von Kennzeichen, deren Fahrzeuge gestohlen wurden. Ich weiß nicht, ob die regelmäßig danach gelöscht werden. Die Polizei behauptet es. Wir selber kriegen davon in der Regel nicht viel mit, denn es gibt zwar einige offen installierte Systeme, die meisten sind aber irgendwo versteckt. Laut dem Bayerischen Verfassungsgericht soll das grundsätzlich zulässig sein. Vom Bundesverwaltungsgericht wurde eine Klage eines Pendlers aus Österreich gegen dieses System abgewiesen. Der hat angekündigt, sich Unterstützung zu suchen und vor das Bundesverfassungsgericht zu ziehen. Eventuell ist es aber auch wurscht, wie dieser Prozess dann ausgeht, denn wir sollen ja ab 2016 die Pkw-Maut kriegen. Die funktioniert nach exakt demselben System. Wir fahren unter Schilderbrücken durch und dort wird unser Kennzeichen gescannt. Es wird nachgeprüft, wer ist der Halter dahinter? Ist der gemeldet? Hat er seine Benutzungsgebühr gezahlt? Wann ist er wo durchgefahren? Und der Herr Dobrindt hat ursprünglich vorgehabt, über 13 Monate diese Daten zu speichern und vorzuhalten. Momentan rudert er da ein bisschen zurück. Aber auch das ist im Endeffekt eine Kennzeichenerfassungsvorratsdatenspeicherung. Und sie weckt Begehrlichkeiten. Bunte Kriminalbeamten hat auf diese Daten wie auf die Mautdaten bereits einen Anspruch angemeldet. Es gibt noch andere Systeme. Systeme, die vorgeblich zu unserer Sicherheit installiert werden sollen. Zum Beispiel stellt man sich ein System vor, das einen Unfall automatisch erkennt und über eine Satellitenverbindung an eine Rettungsleitdienststelle übermittelt. Die nehmen dann Kontakt mit den Fahrzeuginsassen auf, über eine Audioverbindung, fragen nach, lebt ihr noch? Wenn die sich nicht rühren, schicken sie automatisch den Rettungswagen los an die Stelle, die das GPS des Systems gemeldet hat. Das Ganze nennt sich eCall und soll ab 2018 Pflicht für alle in der EU zugelassenen Neuwagen werden. Es übermittelt Ort und Anzahl der Personen. Mein Problem ist die automatische Herstellung einer Sprachverbindung. Wie funktioniert das? Man kann ja nicht darauf bauen, dass derjenige sein Handy dabei hat. Realisiert werden soll das über ein fest eingebautes Mikrofon, auf dem sich dann die Rettungsleitdienststelle zuschalten können soll. Ich frage mich, wer noch? Für mich ist dieses Auto ab 2018 eine fahrende mobile Wanze. Das kann gehackt werden, das kann missbraucht werden, das System. Was ich im Auto sage, ist nicht mehr privat. Was bleibt mir? Ich habe mal ein bisschen rumgefragt. Und zwar bezüglich, ob man diese Systeme deaktivieren kann. Ich habe mal so sämtliche großen Autohersteller und Vertriebler im deutschen Raum angeschrieben. Die meisten haben mir zurückgeschrieben, dass sie sich mit dem Thema noch gar nicht befasst haben. Ein paar haben meine E-Mail dezent unter den Tisch fallen lassen. Citroën hat mir klipp und klar mitgeteilt, dass sie auf keinen Fall eine Deaktivierung vornehmen werden, weil sie voll und ganz hinter diesem System stehen. BMW und Audi haben mir gegenüber gesagt, sie würden eventuell dieses System werkseitig deaktivieren, wenn es nicht gesetzlich verboten ist. Das kann man ja eigentlich nur noch zum GPS-Jam ergreifen. Denn ich wage mal zu behaupten, wenn ich versuche, diese Platine eigenmächtig auszubauen, dass dann der Rest meiner Elektronik im Auto auch nicht mehr funktioniert. Das Problem ist jetzt, das wird wohl verboten sein. Da gibt es noch mehr Möglichkeiten. Bestimmt hat man schon mitgekriegt, wir haben seit 2013 den Pilotversuch einer Versicherung, eine Blackbox in das Auto des Kunden einzubauen. Und bei guter Fahrweise, so wie das halt die Versicherung definiert, gibt es einen Rabatt auf den Versicherungsbeitrag. Kontrolliert werden soll, wie man fährt, wie schnell man fährt, die Fahrbewegungen und wo man sich aufhält. Anscheinend gibt es Gefährdungsgebiete zum Beispiel, wo halt öfter mal ein Diebstahl oder ein Unfall passiert.
Das Ganze soll dann für jede Fahrt mit Zeit- und Ortsangabe protokolliert werden, wird dann einmal jährlich von der Versicherung ausgewertet und nach ihren eigenen Kriterien bewertet. Die Kontrolle durch den Fahrer existiert nicht. Die Kontrolle durch die Versicherungsgesellschaft ist vollständig. Noch haben wir die Wahl, ob wir uns sowas einbauen lassen. Es gibt vermutlich Leute, die mögen sowas. Die Frage ist, wenn sich genug Leute dazu bereit erklären, werden vermutlich die Versicherungsbeiträge für die, die keinen Spionagetarif abschließen wollen, ein bisschen teurer werden. Jetzt lassen wir unser Auto also auch in der Garage stehen. Und wir sind immer noch nicht frei. Unsere Lebensgewohnheiten werden erfasst. Und zwar über diese tollen Gadgets, die wir jetzt alle haben, die Tracker. Fitness, wie oft wir uns bewegen, wie viel wir wiegen, wie viel Kilometer wir am Tag laufen, ist ganz toll. Wertet dann unsere App auf dem Smartphone aus. Oder vielleicht auch andere Leute. Denn diese ganzen protokollierten Daten sind ein toller Fundus für die Krankenversicherung. Es gibt bereits jetzt in Amerika einen ersten Pilotversuch, der besonders fitten oder sportlich aktiven, gesund lebenden Menschen einen entsprechenden Rabatt gewährt. Umgekehrt steigen die Beiträge für diejenigen Leute, die sich nicht so viel bewegen oder ganz gerne mal bei McDonald's essen gehen. Wir haben noch die Wahl. Also, wir ziehen uns jetzt einfach in unsere vier Wände zurück. Rollladen runter, kann uns keiner mehr. Schön wär's. Wir haben das Phänomen der sogenannten intelligenten Zähler. Wir erinnern uns, wenn wir zu Hause sind, nutzen wir jede Menge Geräte und die meisten verbrauchen Strom, hängen also an unserem Stromzähler. Und ein solches Smart Meter ist in der Lage, diesen Verbrauch mehr oder weniger gut verschlüsselt, über Funk, über eine Netzwerkverbindung, dann an den Stromlieferanten weiterzugeben, der ein ganz genaues Profil erstellen kann. Wann wird was verbraucht? Wann ist die Person zu Hause? Wann steht sie auf? Wann geht sie ins Bett? Wann nutzt diese Person am meisten Strom? Da könnte man ja dann irgendwann sagen, wir bieten günstige Tarife in verbrauchsarmen Zeiten an und erhöhen dann einfach die Tarife zu den Stoßzeiten. Klingt toll, für den Verbraucher bringt das den Hasenfuß mit sich, dass wir halt normalerweise um 12 Uhr mittags essen. Und was in einem Haus, Mehrfamilienhaus passiert, wenn zum Mondscheintarif um 2 Uhr nachts auf einmal alle Wäschetrockner anspringen, das kann sich, glaube ich, jeder ausmalen. Also das ist nicht praktikabel. Es geht ja eigentlich nur um Profit. Und das Schlimme ist, diese Smart Meter, die Strom-Smart Meter, sind gesetzlich vorgeschrieben. Gemäß Energiewirtschaftsgesetz für jedes neu gebaute Haus ab 2009, beziehungsweise für jedes Gebäude, was ab diesem Zeitpunkt maßgeblich renoviert wurde, energetisch. Wir haben es hier nochmal kurz zusammengefasst, Verbrauchsnutzungskontrolle. Es ist eine detaillierte Kundenanalyse möglich. Die Überwachung des Kundenverhaltens. Und die anderen Gas- und Wasserlieferanten sind da auch schon ganz scharf. Ich persönlich liege momentan mit meinem Wasserlieferanten ein bisschen über Kreuz, weil der mir einen Funk-Smart-Meter einbauen will. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Er hat mir schon angekündigt, notfalls dann einfach die Polizei zu rufen, wenn ich ihn nicht reinlasse zum Installieren. Bis jetzt ist er allerdings noch nicht vorbeigekommen. Ich lasse es mal drauf ankommen. Man kann sich im Endeffekt nur dadurch wehren, indem er eine Datenauskunft verlangt und Widerspruch einlegt. Hier nicht nachgibt. Und also ansonsten tragen wir eigentlich maßgeblich dazu bei, dass man uns überwachen kann, indem wir auf so manchen neuen Zug aufspringen. Ich weiß nicht, wer 1984 von George Orwell gelesen hat. Da gab es eine ganz tolle Technik, die hieß Teleschirm. Also ein Fernseher im Endeffekt, zwangseingebaut und der nicht nur sendet, sondern auch gleichzeitig den Raum überwacht. Gesetzlich vorgeschrieben ist das bei uns zum Glück noch nicht, aber wir machen das selber. Nicht nur, dass wir uns einfach mal so Google Glass vielleicht besorgen, falls es irgendwann mal rauskommt. Nö, es reicht, wenn wir einen Fernseher zu Hause stehen haben, der so eine hübsche Netzwerkdose hat. Vor 2 Wochen hat Samsung dezent darauf hingewiesen, dass man vor seinen Smart-Fernsehern vielleicht nicht unbedingt private Gespräche führen sollte.
Denn die Mikrofone könnten die mit aufzeichnen, die eigentlich über die Sprachsteuerung nur reagieren sollten. Und dasselbe Problem kennen wir auch schon von der Xbox der letzten. Auch die hat eine Video- und Sprachüberwachung, die theoretisch ferngesteuert ein- und ausgeschaltet werden kann. Wir müssen uns das im Hinterkopf behalten. Alles, was wir da ans Internet hängen und eine Kamera und ein Mikro hat, kann uns auch spionieren. Sei es durch den Hersteller, sei es durch einen Hacker. Ich ziehe für mich das Fazit daraus, ein normales Consumer-Gerät gehört nicht ins Internet. Womit wir jetzt eigentlich schon beim Hauptthema sind, das Internet, Schutz im Internet. Wissen wir ja alle, ne? Also sobald wir unseren Computer mit dem Internet verbinden, entsteht eine Verbindung in beide Richtungen. Und über die kommen vielleicht auch ein paar ungebetene Gäste zu uns. Viren, Schadprogramme. Deswegen ist es eigentlich schon fahrlässig, heutzutage keinen Virenscanner installiert zu haben. Die decken zwar nicht alles ab, aber immerhin schon einmal 80-90% der bekannten Viren. Und auf derselben Leitung bewegen sich vielleicht auch ein paar dubiose Gestalten, staatlicher oder privater Natur, die uns ein kleines Programm unterschieben wollen, was nicht unbedingt das macht, was es vorgibt zu sein, ein Trojaner. Hier können wir uns mit einer Firewall behelfen. Wichtig allerdings, damit das Ganze funktioniert, ist, wir müssen den Virenscanner aktuell halten, wir müssen die Firewall korrekt konfigurieren und wir sollten ein sicheres Betriebssystem verwenden. Also ich kenne jemanden, der noch mit Windows 98 ins Internet geht. Das ist für mich digitaler Selbstmord. Voraussetzung für den Einsatz dieser Software ist, dass sie aus einer sicheren Quelle kommt und einen nachprüfbaren Quellcode hat. Das heißt, wir müssen wirklich wissen, wo wir sie uns runterladen und müssen vielleicht über den Hashwert auch nachvollziehen können, ob dieses Programm wirklich nicht manipuliert wurde. Wie stark man sich im Internet absichert, hängt eigentlich von einem persönlichen Sicherheitsbedürfnis und auch natürlich von der Art der gespeicherten Daten ab. Grundsätzlich kann man hier mehrere Stufen angehen. Grundsätzlich sollte man offene, möglichst freie und quelloffene Software verwenden. Warum? Ein Produkt von einer Herstellerfirma wird von einer Handvoll Programmierer durchgeguckt. Open-Source-Software geht um die Welt. Jeder Bastler, der sich damit beschäftigt, schaut sich den Quellcode an. Da ist es gleich viel schwieriger, irgendwo eine Hintertür einzubauen. Wir können uns zusätzlich schützen, indem wir Skripte oder Flash-Animationen einschränken. Dafür gibt es für den Browser Add-ons. Das ist wichtig, weil gerade Flash ja auch in der letzten Zeit wieder Schlagzeilen gemacht hat und das Haupteinfallstor für Schadsoftware oder für Hacker eigentlich überhaupt ist. Dann, ich habe es schon angesprochen, ein sicheres Betriebssystem einsetzen. Eines, bei dem man die Programme einschränken kann und auch wirklich deren Nutzung dezidiert einstellen und festlegen kann. Windows entspricht hier meinen persönlichen Anforderungen nicht. Wenn man ganz sicher sein will, führt man ein kritisches Programm in einer Sandbox aus. Man richtet eine virtuelle Maschine, gaukelt diesem Programm einen eigenen Rechner vor, der keinen Zugriff ins Internet hat. Oder, als Nonplusultra, man verwendet ein Betriebssystem von nur lesbaren Medien, ein Live-Betriebssystem. Kein Virus hat es bis jetzt geschafft, sich auf eine normale CD-ROM zu schreiben. Der Schutz der Daten ist eigentlich ein wirklich wichtiges Thema. Wir haben es ja mitgekriegt, wie sich einige Filmstars darüber beschwert haben, dass die Nacktfotos, die sie in die Cloud geladen haben, dann doch nicht so sicher waren, wie der Cloud-Anbieter ihnen versprochen hat. Alles, was wir in die Cloud, ins Internet jagen, über das Internet kommunizieren, kann mitgeschnitten oder zurückverfolgt werden. Und da gibt es verschiedene Interessensgruppen. Der Provider und Dienstanbieter hat auf alle Fälle mal Zugriff drauf. Muss er ja haben. Es gibt aber auch den Zugriffswunsch von Ermittlungsbehörden, mit und ohne Genehmigung. Und dann natürlich die üblichen Verdächtigen der Hacker und Datendiebe. Die sind alle ganz scharf drauf. Was bleibt uns? Wir müssen die Kommunikationswege, online gespeicherte Daten und unsere E-Mail-Kommunikation verschlüsseln, damit wir wieder sicher sind. Denn grundsätzlich erfolgt eine Datenverbindung im Internet ungeschützt. Wir geben die Adresse http www irgendwas net ein. Hypertext Transfer Protocol, dafür steht HTTP. Und es ist eine nicht verschlüsselte Verbindung. Das heißt, wer immer sich hier einklinken kann, liest 1:1 mit, kann mitschneiden,
kann zurückverfolgen. Der erste Schritt, wir müssen diese Verbindung schon ein bisschen absichern. Wir verwenden nicht HTTP, sondern HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Hier wird zwischen dem Rechner und zwischen dem Ziel im Internet eine kurzzeitige Verschlüsselung ausgehandelt und die macht es den Mitlesern schon mal ein bisschen schwerer, sich hier einzuklinken und mitzulesen. Es sollte eigentlich selbstverständlich sein, dass man gerade in den Bereichen, wo sensible Daten übertragen werden, Online-Banking, E-Mails, Eingabe persönlicher Daten, dass man hier darauf achtet, dass HTTPS unterstützt wird. Unsere Datenübertragung kann auch lokal protokolliert werden. Wir kennen alle die Cookies, die hübschen kleinen Programme, die verschiedene Webseiten für Statistiken hinterlegen, die mitschneiden, wann wir die Seite besucht haben, wie lange wir wo gewesen sind, eventuell auch, was wir vorher besucht haben und was wir danach besuchen. Die können wir händisch löschen, beziehungsweise wir stellen es gleich in den Browser-Einstellungen ein, dass wir die überhaupt nicht wollen. Das ist natürlich der Wirtschaft bekannt, deswegen haben sie Zombie-Cookies entwickelt. Die können sich selber nach dem Löschen wiederherstellen, indem sie auf Techniken von Flash und JavaScript zurückgreifen. Wir können das jetzt auch wieder verhindern, indem wir einfach Flash und JavaScript im Browser deaktivieren oder einschränken. Die nächste Generation macht es uns allerdings noch schwerer. Ever-Cookies. Die legen jetzt keine eigentlichen Daten mehr ab, sondern sie verpassen unserem Rechner ein individuelles Profil. Sie lesen unsere Computereinstellungen und Browsereinstellungen raus und machen hier quasi einen digitalen Fingerabdruck unseres Rechners, der im Internet nachverfolgt werden kann. Da gibt es nur eins. JavaScript, Flash, deaktivieren, Werbeblocker, Anonymisierungstechnik. Es kann natürlich sein, dass dann nicht mehr alle Webseiten so aufgerufen werden können, wie wir es eigentlich gewohnt sind. Da müssen wir uns dann drüber Gedanken machen, wollen wir diese Dienste weiter nutzen oder nicht. Denn ansonsten freut sich die Werbewirtschaft. Ich habe es schon angesprochen, die Daten im Netz. Wir nutzen Cloud-Speicher. Wir laden unsere Informationen ins Internet, um überall darauf zuzugreifen. Und wir nutzen jetzt auch schon wieder mal, wir haben ja dazu gelernt, eine HTTPS-Verbindung. Das Ganze funktioniert nur leider dann nicht, wenn wir unsere Daten unverschlüsselt ins Netz stellen. Denn dann kann sie zumindest der Provider, aber auch jeder, der sich auf diesen Speicher hacken kann, sie einfach auslesen. Wir müssen sie verschlüsseln. Dann haben die Herrschaften keine Chance mehr. Ein gutes Programm, was hier zu empfehlen ist, ist GnuPG. Das gibt es kostenlos für die großen Betriebssysteme Linux, Windows und Apple auf alle Fälle. Und das ist in der Lage, Dateien zu verschlüsseln. Dann haben wir einen verschlüsselten Container sicher gemacht, der dann hochgeladen werden kann. Die wollen wir jetzt aber auch nicht nur ins Internet stellen, wir wollen sie auch per E-Mail verschicken. Für die E-Mail-Kommunikation gilt das gleich wie für den Datentransfer im Internet. Er geschieht standardmäßig unverschlüsselt. Und deswegen müssen wir diese Verschlüsselung im E-Mail-Programm in unserem Konto aktivieren. Kleines Beispiel hier, beim Abruf über POP3 geht das ganz einfach, indem wir auf eine SSL-TLS-Verschlüsselung auf Port 995 umschwenken. Das kann man normalerweise in den Standardeinstellungen seines E-Mails-Kontos relativ leicht finden, trägt man ein. Und gesetzt dem Fall, dass man nicht gerade einen der wenigen Provider erwischt, die es immer noch nicht unterstützen, ist man dann schon mal ein bisschen sicherer. Selbstverständlich sollte es heutzutage eigentlich sein, dass man Text-E-Mails verschickt und auf die schönen Formatierungsfirlefänzchen mit HTML verzichtet. Denn hier bietet sich wieder eine Möglichkeit der Manipulation, genauso wie es früher bei Outlook üblich war, angehängte Dateien automatisch zu öffnen. So hat sich schon mehr als ein Virus verbreitet. Jetzt haben wir die Datenübertragung verschlüsselt von den E-Mails. Jetzt müssen wir uns noch um die Kommunikation kümmern. Das können wir wieder mit GnuPG machen. Die Frage ist jetzt natürlich, wie machen wir das? Wir erzeugen jetzt einen Container, einen verschlüsselten, schicken dem irgendwen, wie kann der denn wieder aufmachen? Der hat das Passwort doch gar nicht. Und hier haben wir eine brillante Lösung. Wir machen zwei Schlüssel für dieselbe Datei, allerdings mit unterschiedlichen Funktionen. Wir haben einen öffentlichen Schlüssel
und einen privaten Schlüssel. Der private Schlüssel bleibt auf unserem Rechner, den lassen wir nicht raus. Den hüten wir wie unseren Augapfel. Denn mit diesem Schlüssel kann man eine E-Mail, die an uns geschickt wurde, entschlüsseln. Mit keinem anderen. Den öffentlichen Schlüssel verteilen wir an jeden, mit dem wir Kommunikation haben wollen. Den können wir ins Internet zum Runterladen stellen, gar kein Problem. Denn mit diesem Schlüssel kann man eine Datei nur verschlüsseln. Und auch nur für unser E-Mail-Konto. Das heißt, wir sparen uns den Schlüsselaustausch und haben ein sicheres System. GnuPG gibt es als Implementierungen für so ziemlich mittlerweile jedes E-Mail-Programm. Kostenlos. Warum sich so viele Leute immer noch dagegen sträuben, ist mir ein Rätsel. Die Installation dauert 5 Minuten, das Erzeugen eines Schlüssels ebenfalls 5 Minuten und das Verschicken des öffentlichen Schlüssels kann man per Serienmail machen. Da fällt mir ein, das kann die Mail doch auch, oder? Wird doch zumindest so beworben. Die total sichere Lösung. Wir zahlen Geld für eine verschlüsselte E-Mail. Das Problem bei D-Mail ist folgendes. Es verschlüsselt nicht richtig. Wir verschlüsseln die Datei, schicken es dann an den Provider. Der entschlüsselt sie, offiziell um nach Viren zu gucken. Dann verschlüsselt er sie wieder und stellt sie wieder zu. Was bringt mir ein System, was jeder mit einem Generalschlüssel öffnen kann? Gar nichts. Da kann ich auch gleich eine normale Textmail verschicken. Deswegen mein dringender Rat, Hände weg von D-Mail. Es bringt nichts. Das ist ein Placebo. Habe ich irgendwas vergessen? Ja. Wie bewegen wir uns eigentlich im Internet? Normalerweise ist es ja so, wir wählen uns über unseren Provider ein und wollen dann einen anderen Server kontaktieren. Und diese Verbindung geht dann über verschiedene Knotenpunkte. National wie international. An jedem dieser Knotenpunkte kann unser Transfer mitgeschnitten, überprüft oder nachverfolgt werden. Die NSA hat es uns vorgemacht. Wenn wir jetzt private Seiten ansurfen wollen, Seiten, wo es einfach nicht jeden angeht, oder vielleicht auch einfach nur prinzipiell sagen, Leute, meine Kommunikation geht keinem was an, dann müssen wir auch hier etwas machen. Wir müssen unseren Übertragungsweg im Netz verschleiern. Dafür gibt es ebenfalls wieder ein tolles, kostenloses Programm, das heißt Tor, The Onion Router. Tor macht jetzt nichts anderes, als den Netzwerkverkehr zu kaskadieren. Wer immer Tor als Router irgendwo auf seinem Rechner installiert hat und am Internet hängt, stellt einen Knotenpunkt auf. Und Tor verschickt die Daten über unterschiedliche Knotenpunkte. Jeder dieser Knotenpunkte sieht nur den Vorgänger und den Nachfolger. Und, je nach Einstellung, wird der Weg beliebig oft gewechselt. Hier noch was nachzuvollziehen, ist schwierig. Man kann natürlich versuchen, diese ganzen Tor-Exit-Nodes zu infiltrieren. Aber durch das Wechseln und durch die Tatsache, dass jeweils immer nur 2 Möglichkeiten bestehen, vor- und zurückzuspringen, ist das Ganze ziemlich sicher. Wenn einige grundlegenden Verhaltensweisen praktiziert werden. Wichtig ist, dass man den eigenen PC anonymisiert. Wenn der über Cookies seine Identität preisgibt, dann ist das Ganze für die Katz. Ein weiterer Nachteil ist innerhalb von Deutschland, dass solche Exit-Nodes bereits zu Hausdurchsuchungen geführt haben. Und zwar, wenn die letztgespeicherte IP-Adresse bei einem kritischen Vorgang vermutete kriminelle Machenschaften oder so ausgerechnet der eigene Exit-Node war. Deswegen rate ich jetzt den deutschen Usern eigentlich keine Exit-Nodes aufzusetzen, sondern nur einen Client. Ganz normal nur senden, nicht als Relais zur Verfügung stellen. Und die Kaskadierung des Datenstroms kann die Geschwindigkeit reduzieren. Das war früher erheblich, weil ja die meisten Leute noch über Modem oder ISDN unterwegs waren. Heutzutage mit der gescheiten Flatrate merkt man eigentlich so gut wie nichts mehr. Den letzten Punkt in dieser Kette füge ich jetzt eigentlich nur der Vollständigkeit halber an, weil ich denke, dass Sie Ihre privaten Sachen von zu Hause aus erledigen und nicht über das Firmennetzwerk. Denn da hat ja zum Beispiel der Arbeitgeber die Möglichkeit, den Datenweg zu filtern, festzulegen, welche Seiten oder welche Dienste besucht werden dürfen und welche nicht.
Das ist im Endeffekt auch dasselbe System, was hinter der chinesischen Mauer, der chinesischen Firewall steht. Und hier gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, nämlich ein virtuelles privates Netzwerk aufzubauen. Ganz vereinfacht jetzt, ich steige hier nicht groß in die Details ein. Man kontaktiert direkt einen Zwischenhändler, einen Zwischenprovider, der dann die entsprechenden Daten freigibt. Man muss allerdings natürlich diesem Anbieter vertrauen können und ein guter Dienst wird nicht kostenlos sein. Das muss man auch gleich sagen. Und die Kombination dieser Techniken, VPN, Tor und GnuPG, hat es Edward Snowden ermöglicht, die Daten, die jetzt stückchenweise so an die Öffentlichkeit dringen, überhaupt erst aus der NSA rauszutragen. Es hat also funktioniert. Wenn man es richtig macht, ist man damit verdammt sicher. Jetzt habe ich schon gesagt, wenn man es richtig macht. Wir haben jetzt uns momentan nur um den Datentransfer gekümmert. Aber die Daten fallen ja irgendwo an. Wir schreiben ja die Briefe. Wir kopieren die Daten. Deswegen müssen wir auch darauf achten, das eigene System abzusichern. Wenn der Feind, der Spion, bereits auf der eigenen Festplatte sitzt, kriegt er alles mit, ganz egal, wie viel wir verschlüsseln. Von außen können Zugriffe über die Polizei erfolgen, zum Beispiel im Rahmen von Hausdurchsuchungen mit Beschlagnahmung von Hardware. Oder dass auf der Firma irgendein missliebiger Kollege einen Datenlocker zwischens Kabel steckt. Intern kann der Zugriff genauso erfolgen, entweder über installierte Schadsoftware oder, wie erst letztens rauskam, die NSA bemüht sich nach Kräften, Festplatten namhafter Hersteller wie Western Digital, Toshiba oder Samsung zu manipulieren. Ziel ist es, einen kleinen abgetrennten Bereich auf der Festplatte versteckt einzurichten und hier ein Preboot-System zu installieren. Das heißt, das System startet erstmal nicht das normale Betriebssystem, sondern ein dazwischen geschaltetes System. Wie sichern wir unseren eigenen Rechner ab? Wir müssen ihn verschlüsseln. Hier bietet sich im Endeffekt ein ähnliches Szenario an und da gibt es ein tolles Programm, das heißt TrueCrypt, kostenlos. Ebenfalls für Mac, für Linux und für Windows erhältlich. Ich empfehle hier jetzt die Version 7.1. Wenn Sie rumgoogeln, werden Sie feststellen, es gibt eine 7.2. Nehmen Sie die nicht, denn 2014 wurde die Weiterentwicklung von TrueCrypt eingestellt. Man vermutet auf Druck der amerikanischen Geheimdienste. Die neue Version 7.2 ist nur noch dafür da, die alten TrueCrypt-Container auf das Programm BitLocker zu übertragen. Das gilt aber nicht als genauso sicher. Deswegen ist beabsichtigt, das TrueCrypt-Projekt unter anderem Namen weiterzuführen. Unter www.ciphershed.org kann man sich da über den aktuellen Stand informieren. Momentan wird hier noch die aktuelle Version 7.1 von TrueCrypt zum Download bereitgestellt. Und dieses Programm ist deswegen so empfehlenswert, weil es wirklich sicher ist. Es ist in der Lage, verschlüsselte Datencontainer abzulegen oder auch ganze Festplatten, ganze Partitionen zu verschlüsseln. Und nachweislich ist bislang weder das FBI noch das Bundeskriminalamt in der Lage gewesen, einen korrekt aufgesetzten TrueCrypt-Container zu knacken, wenn sie nicht das Passwort kannten. Was ist eigentlich ein sicheres Passwort? Wenn man den durchschnittlichen Admin fragt, sagt er, eine Kombination aus Klein- und Großbuchstaben, Zahlen, bunt gemischt, nicht zusammenhängend, mit mindestens einem Sonderzeichen und mindestens 8 Zeichen lang. Kann funktionieren. Das Problem ist, es kann sich kein Schwein merken. Ich kenne genug Leute, die dermaßen frustriert sind, dass sie sich das Passwort aufschreiben und unter die Tastatur kleben. Damit ist es verbrannt, damit ist es wirkungslos. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Dieses Passwort ist schwierig zu merken, kann aber jetzt durch Brute Force, durch ständiges Probieren von einem Rechner, relativ einfach geknackt werden. Wenn man jetzt hier zum Beispiel annimmt, dass man 1000 Versuche pro Sekunde von einem leistungsfähigen System ansetzt, ist dieses Passwort nach circa 3 Tagen geknackt. Gehen wir doch mal einen anderen Weg. Wir kombinieren 4 Worte, die wir uns merken können, die aber nicht zusammenhängen, schreiben sie hintereinander auf. Über eine Eselsbrücke können wir sie uns merken. Und da wir hier eine weitaus höhere Stellenanzahl haben, erhöhen wir die Sicherheit des Passworts gleichzeitig. Wichtig ist nur, dass man diese Begriffe
diesen Begriff als zusammenhängendes Passwort nicht aus irgendeinem Wörterbuch rauskriegt. Denn dann können wir hier auf über 100 Jahre kommen, theoretische Rechnung. Klar kann es ein bisschen früher kommen, aber 500 Jahre wie hier leben wir eh nicht. Wichtig ist es halt, dass wir ein längeres Passwort verwenden. Je länger, desto schwieriger zu knacken. Und wenn wir es dann noch regelmäßig ändern, haben sie eigentlich keine Chance mehr. Eigentlich. Es gibt mit Passwörtern ein Problem. Wir stellen uns das Ganze ja jetzt so schön vor. Sein Laptop ist verschlüsselt. Wir bauen ein Millionen-Dollar-Cluster und knacken es. Keine Chance, das ist ein 4086 RSA. Verdammt, unser böser Plan ist gescheitert. Läuft das so ab? Ich tippe auf diese Variante. Sein Laptop ist verschlüsselt. Setz ihn unter Drogen und schlag ihn mit diesem Schraubenschlüssel so lange, bis er das Passwort verrät. Was wahrscheinlicher ist, wissen wir. Und auch, wie man auf ein gut abgesichertes System reagiert, nämlich indem man es an den schwächsten Punkt angreift. Und das ist der Mensch. Man kriegt den Menschen dazu, irgendeinen Blödsinn zu installieren und den Trojaner auf die Festplatte zu kriegen. Oder man nimmt, wie jetzt momentan in England der Fall, einfach in Beugehaft, wenn er sich an das Passwort nicht erinnern kann. Dieses Problem löst TrueCrypt bzw. zukünftig CipherSHAD auf eine brillante Weise, nämlich mit einem versteckten Container. Sie müssen sich das so vorstellen. TrueCrypt nimmt einen fest definierten Bereich auf Ihre Festplatte oder gleich die ganze Platte und schreibt den mit zufallsgenerierten Zahlen voll. Innerhalb dieses Bereichs wird jetzt ein Container angelegt. Der erste Container verschlüsselt mit einem ersten Passwort. Der dient dir zum Beispiel dazu, um die Sachen zu speichern, die nicht so 100% geheim sind. Steuererklärung. Zusätzlich wird aber ein weiterer, versteckter Container mit einem zweiten Passwort angelegt. Da kommen die wichtigen Daten rein, zum Beispiel die Fotos von der eigenen Ehefrau. Wenn man jetzt gezwungen wird, das Passwort preiszugeben, gibt man nur das erste preis. Das zweite mit den wirklich interessanten Daten bleibt versteckt, kann durch Analyse der Festplatte auch nicht festgestellt werden, da ja der gesamte Bereich unabhängig von der Speichergröße des ersten Containers mit zufallsgenerierten Zahlen überschrieben wird. Das ist auch das Geheimnis, warum weder NSA noch BKA da momentan drankommen. Das war jetzt den eigenen Rechner absichern. Können wir das eigentlich auch mit unserem Smartphone machen? Wir tragen es ja eigentlich immer mit uns rum. Speichern wir ja mittlerweile alles drauf. Es gibt ein paar Apps für Smartphones. Ich beziehe mich jetzt hier mal auf Android. Zum Beispiel K9 Mail. Der normale E-Mail-Client unter Android ist nicht in der Lage, verschlüsselte E-Mails zu empfangen oder zu versenden. Dieses Programm schon. Es greift auf die Hilfe von APG zurück, dem Android Privacy Guard, der Schlüssel importieren kann und auch verwalten kann, sodass man über sein Smartphone verschlüsselt E-Mails verschicken und empfangen kann. Und man kann zusätzlich noch den sogenannten Tor-Bot installieren, der auf ein Android-Smartphone Tor bringt, also die Datenverschlüsselung im Internet. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Freund davon. Das ist alles toll, dass es das gibt. Wir haben nur ein großes Problem. Das Smartphone gehört uns nicht. Und auf ein Gerät, wo ich nicht Administrator bin, möchte ich nicht meinen privaten E-Mail-Schlüssel ablegen. Ich weiß nicht, wer da noch Zugriff hat, wer da noch Zugriff nehmen kann. Auf einmal ist mein privater Schlüssel öffentlich und damit ist meine Verschlüsselung für die Katz. Und da Mobilgeräte sich ja auch nicht vollständig anonymisieren lassen, sich über das Einklinken in die entsprechende Funkzelle ja registrieren, ist es zumindest eingeschränkt möglich, das Tor-Netzwerk zu nutzen, aber eine absolute Sicherheit kriegen wir damit nicht. Sie eignen sich deswegen nur bedingt als sichere mobile Datenspeicher. Natürlich kann man sein Smartphone auch mit Apps verschlüsseln. Leider nicht mit TrueCrypt oder CipherSHAD. Das gibt es momentan nicht als App. Es gibt andere Systeme, die die entsprechende Karte verschlüsseln können, auch nach dem ENCFS-Standard. Ich vertraue der Sache trotzdem nicht. Nachdem ich letzte Woche gehört habe, dass die NSA den weltweit größten Hersteller von SIM-Karten gehackt hat, der
versucht natürlich jetzt nach Leibeskräften das Ganze ein bisschen zu relativieren. Aber Fakt ist, dem seine Chips stecken auch bei uns in den deutschen Mobiltelefonen von Telekom oder Vodafone. Und die haben das bestimmt nicht gemacht, weil sie einen bestimmten Kommunikationsteilnehmer rauspicken. Nein, die wollen alle abhören. Ich würde deswegen sagen, ein Mobiltelefon ist nicht sicher. Und deswegen gehören sensible Daten nicht auf ein Smartphone. Ja, das ist so ziemlich alles, was wir von der technischen Seite tun können. Reicht das? Reicht das zukünftig? Ich stelle jetzt mal einfach fest, dass die Dinge sich bessern werden, ist nicht zu erwarten. Lauschen wir den Worten eines Friedensnobelpreisträgers, der sich damit brüstet, dass er gut darin ist, Menschen zu töten. Und zwar auf der Basis von Metadaten, wie sein Ex-Geheimdienstchef ausgeplaudert hat. Wir erinnern uns, die Metadaten sind nicht die Daten, die in der E-Mail stecken. Hier wird einfach nur ein Bezug hergestellt, wer hat mit wem, wie oft, wann telefoniert, damit man auf die Zielscheibe kommt. Und bei uns in Deutschland? Frau Merkel findet die Kooperation der Geheimdienste unverzichtbar. Und unser Innenminister stellt sich auf den Standpunkt, dass die Sicherheitsbehörden in der Lage sein müssen, verschlüsselte Kommunikation mitzulesen. Witzigerweise hat bis vor kurzem das Bundesministerium für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, was dem Innenministerium verbunden ist, noch massiv die Entwicklung von GnuPG gefördert. Rolle rückwärts. Ich glaube also, es wird nicht besser werden. Wohl eher das Gegenteil. Wenn wir uns das Ganze jetzt anschauen, die letzten Jahre einfach mal Revue passieren lassen und die Ereignisse zurückverfolgen, dann sehen wir sitzen eigentlich mitten in einem digitalen Wettrüsten. Die Politik verschärft die Regelungen, die Wirtschaft reagiert auf vorhandene technische Umgehungsmaßnahmen, der Bürger muss sich immer weiter absichern, und auf die Nerds vertrauen, die auch die neuesten Spionagemethoden mit irgendwelchen technischen Raffinessen umgehen können. Und so geht das weiter. Das Problem ist, keine der beiden Seiten kann auf Dauer gewinnen. Aber bei der Tour vernichten wir das, woraus uns eigentlich doch in einem freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat ankommt. Unsere Demokratie, unsere Freiheits- und Bürgerrechte. Die werden sukzessiv weiter eingeschränkt. Es gab mal ein Telekommunikationsgeheimnis. Wenn wir uns das heute anschauen, existiert es mehr oder weniger nur noch auf dem Papier. Und es gibt weitere große Pläne. Bestimmt hat der ein oder andere hier im Saal schon mal von Big Data gehört. Wir sitzen ja momentan durch dieses Harvesting von Informationen und Metadaten auf einem riesigen Berg an Daten und der muss irgendwie ausgewertet werden. Das wird versucht, durch neue Analysen, Methoden zusammenzubringen, zu verknüpfen, was in der Forschung ganz toll ist. Aber nehmen wir uns jetzt mal diese Daten hier. Gesundheitskarte, E-Perso, Steueridentifikationsnummer, unsere letzten Einkäufe bei PayPal oder mit der Kundenkarte, Vorstrafenregister, Schufa-Eintrag, Punktestand in Flensburg. Nehmen wir all diese Daten und schmeißen sie mal zusammen und analysieren sie. Was kommt raus? Ein absolut umfassendes, personifiziertes Profil jedes Bürgers, der vollständig gläsern geworden ist. Und die Gefahren, die sich daraus ergeben, die sind immens. Wir müssen uns das Ganze mal so sehen. Schon heute sind wir absolut abhängig von irgendwelchen Daten, die über uns gespeichert sind. Wir kriegen keinen Handyvertrag mehr, wenn wir in einer Gegend wohnen, die der Schufa nicht passt. Wir kommen nicht in ein Flugzeug, wenn irgendjemand auf die Idee gekommen ist, unseren Namen oder vielleicht einen ähnlich klingenden auf die No-Fly-Liste zu setzen. Und angenommen, diese ganzen Daten, Gesundheitsdaten und so weiter, würden zusammengeführt. Wer hätte alles daran Interesse? Unser Arbeitgeber zum Beispiel, der bestimmt keinen kranken Arbeitgeber einstellen möchte. Versicherungsunternehmen. Das ist eigentlich eine endlose Latte an Interessen, die dahinter stehen und die sich garantiert auf uns persönlich und auch beruflich auswirken werden. Angenommen, eine solche Informationsflut, auswertbar, hätte 1936 dem Reichssicherheitshauptamt, zur Verfügung gestanden. Was wäre wohl vor 70 Jahren passiert? Ich stelle das immer so ganz gern bei diesem Vortrag in den Raum, weil
die Leute dann innerlich ein bisschen in den Widerstand gehen. Die sagen sich, ach komm, hör auf, so weit sind wir doch noch gar nicht. Das ist doch nicht wie vor 70 Jahren. Wir haben doch keine Gestapo, wir haben doch keine Stasi. Echt nicht? In München haben sie letzte Woche wieder diskutiert, dass Geheimdienste und Ermittlungsbehörden enger verzahnt werden müssen. Wo kommen wir hin, wenn wir das konsequent zusammenführen? Das Problem ist nämlich, dass keiner garantieren kann, dass eine zukünftige Regierung eine solche Datensammlung aus politischen Gründen missbrauchen könnte. Und wir haben keine Chance, uns dagegen zu wehren, wenn sie einmal da ist. Das heißt, wir können eigentlich nur darauf hoffen, dass es nicht so weit kommt. Meine Befürchtung spricht dagegen, wenn ich mir die Worte unserer Bundeskanzlerin aus dem Januar 2008 in Erinnerung rufe, die auf einer Kundgebung sagte, wir werden nicht zulassen, dass technisch manches möglich ist, der Staat es aber nicht nutzt. Wir Piraten stellen das mal in Frage. Die Nicht-Piraten hier im Forum vielleicht auch. Denn als Quintessenz meines Vortrags kann ich eigentlich nur sagen, alles, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist gut und schön, richtig und wichtig, funktioniert auch. Aber es löst das Problem nicht. Wie ich bereits gesagt habe, wir stecken in einem digitalen Wettrüsten, das keiner gewinnen kann, nicht mit technischen Mitteln. Und deswegen müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass es nichts bringt, nur zu reagieren. Nicht einfach abzuwarten, wie sich die Dinge entwickeln und dann eine Lösung dafür zu entwickeln. Wir müssen bereits heute uns Gedanken machen, was wir tun können, damit es nicht weitergeht, damit sich dieses Rad nicht weiterdreht. Und hier sind wir alle selber gefordert, uns zu engagieren, uns klarzumachen, was wollen wir, wo ist unsere Grenze und vor allem auch unseren Hintern, ich sage es mal ganz provokant, aus dem Sessel zu erheben. Die Demos gegen den Überwachungsstaat, die Demo Freiheit statt Angst, nicht nur vom Fernseher in den Nachrichten zu verfolgen, sondern dort wirklich auch selber mal die Hand zu heben. Sich selber eine politische Meinung zu bilden, sich zu engagieren und zu versuchen, bereits das Übel an der Wurzel zu packen. Für eine politische Änderung in unserem Land zu kämpfen. Denn das vergessen wir immer. Politik ist nicht nur das Wählen alle 4 Jahre und danach haben wir unsere Ruhe und können über die Regierung schimpfen, die wir gewählt haben. Demokratie lebt davon, dass wir, jeder von uns, sich für sie einsetzen, stark machen, einbringen. Und das ist es eigentlich, was ich zum Abschluss meines Vortrags Ihnen ans Herz legen möchte. Gut, nicht ganz zum Abschluss. Natürlich möchte ich noch auf ein paar weiterführende Links verweisen. Zum Beispiel auf das Privacy-Handbuch. Ein 300-seitiges kostenloses PDF-Kompendium, in dem Sie so ziemlich jedes interessante Programm, nicht nur die ich Ihnen heute gesagt habe, sondern jedes, was mit Verschlüsselung und Sicherheit zu tun hat, darstellt und beschreibt. Eine wirklich Step-by-Step-Anweisung, wie installiere ich es, wie konfiguriere ich es, wie nutze ich es. Und wer sich das einmal durchgeblättert hat, wird sehen, hey, das ist ja gar nicht schwer. Weitere Infos gibt es bei netzpolitik.org oder digitalcourage.de. Man kann auch sich über den Stand der Vorratsdatenspeicherung direkt bei den Aktivisten bei vorratsdatenspeicherung.de informieren. Ich empfehle auch immer die Seiten des Chaos Computer Clubs. Auch wenn die als Chaoten verschrien sind, sie haben doch garantiert mehr Ahnung als so mancher Hans-Peter Uhl. Und für den Fall, dass irgendwer mal mit dem Gesetz in Konflikt kommt, das muss man ja nicht selber herbeigeführt haben. Es reicht ja mittlerweile, dass die falsche IP-Adresse aufgezeichnet wurde bei irgendeinem Schwarzsauger. Dem empfehle ich ein Video, nämlich von dem Fachanwalt Udo Vetter, der auch die Seite lawblog.de betreibt und unter YouTube ein Referat gehalten hat mit dem Titel Sie haben das Recht zu schweigen, in dem er wirklich mal aufklärt, welche Rechte hat der Bürger im Umgang mit den Ermittlungsbehörden, bei einer Hausdurchsuchung. Denn vieles, was die Polizisten einem da erzählen, ist gar nicht wahr. Die Frage bleibt, wie funktioniert das genau? Ich schätze mal, die ein oder andere Frage im Auditorium besteht. Oder auch vielleicht nur, wo kriege ich das Programm her? Fragen Sie mich jetzt, ich bin da. Oder wir tauschen die E-Mail-Adressen aus
Ich kann diesen Vortrag nämlich auch gerne als PDF einfach mal jedem Interessanten schicken. Dann kann er sich das zu Hause in Ruhe durchlesen, weil das doch jetzt auf den Schluss eine ganze Menge an Informationen war. Ich sehe ratlose Gesichter. Es ist mir gelungen, jeden hier zu verwirren. Gut gemacht. Ratlos heißt, alle fahren jetzt ohne Räder, also am Ski oder so, Kufen. Ja, ich habe natürlich eine Frage. Ich habe mir mal irgendwann was durchgelesen vor einer Weile mit GNU-PG für Windows. Und dann habe ich mir gedacht, hä, was steht da? Für Windows ist es ein Vorbehalt der Sicherheitsbehörden, dass die Behörden das entschlüsseln können. Stimmt das? Sagen wir mal so, GNU-PG kann man von verschiedenen Stellen im Internet runterladen. Von der Seite des Programmierers genauso wie von der Seite des BSI. Ich habe eins festgestellt vor einigen Jahren, dass die Version, die ich mir vom BSI für Windows runtergeladen hatte, nur eine Verschlüsselung bis 2056 Bit unterstützte, die Hauptversion allerdings 4096. Ich würde deswegen empfehlen, grundsätzlich Programme von der direkten Quelle zu ziehen und nicht von staatlichen Stellen. Wobei ich natürlich jetzt den Herren und Damen dort nichts unterstellen möchte. Gut, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, abgesehen davon, dass ich es runtergeladen habe, weil ich nun mal Windows habe, aus bestimmten Gründen, und dass es nicht funktioniert. Aber das ist ein anderes Thema. Das gibt es ja fast nicht. Ich kenne da in so einer Partei den einen oder anderen, der mir gesagt hat, er könnte das machen und er würde das drauf haben. Und naja. Ja, du, das ist kein Problem. Du weißt, wir haben nächsten Sonntag in Schwabmünchen unseren Stammtisch. Ja. Komm vorbei, bring deinen Laptop mit. Ja. Das kriegen wir hin. Also der Experte hat sich nicht als solch erwiesen. Hat einer, weil mir ist das viel Aufwand, also das ist nicht mein Geschäft. Fragen? Du hast gesagt, dass TrueCrypt weiterentwickelt wird unter einem anderen Namen. Wie ist denn da der momentane Stand, ganz grob? Also der momentane Stand ist noch, dass sie nur TrueCrypt 7.1 anbieten, weil sie jetzt sich erstmal durch den Quellcode wühlen wollen, der leider halt nicht so gut dokumentiert ist. Aber er liegt vor. Er liegt vor. Okay. Sie wollen sich dran setzen und sobald das Ganze durch ist, denke ich, werden sie es auch weiterentwickeln. Gerade auch für die nächsten Windows-Versionen gibt es anscheinend ein paar Interkompatibilitätsprobleme. Und die wollen sie dann damit lösen. Also sind auf alle Fälle dran. Das Projekt ist noch nicht gestorben. Ein Problem, was ich bei den ganzen Sachen immer habe, wenn man alle Sicherheitsbestimmungen befolgt und das so macht, dann kann ich mit dem Rechner nicht mehr arbeiten. Und zwar überhaupt nicht mehr. Also ganz speziell, wenn ich zum Beispiel immer empfohlen wird, für den ganzen Linux-Freaks Linux einzusetzen, das bedeutet, dass 95% der Programme, die ich brauche, nicht mehr funktionieren, weil das Windows-Programme sind. Und das sind keine Billigprogramme, mit denen man einfach bloß mal ein Bild irgendwie bearbeitet, sondern da geht es um Entwicklung von Schaltplatten und sowas. Das ist das erste Problem. Das zweite Problem, was ich jetzt damit habe, ist, dass gerade die ganzen Sicherheitseinstellungen, die mir seit Windows 7 ganz gewaltig auf die Nüsse gehen, weil ungefähr 10% der Programme damit Schwierigkeiten kriegen, einfach es arbeiten und möglich machen. Wie ist das jetzt, wenn ich jetzt anfange, die Daten zu verschlüsseln? Wird dann das ganze System noch langsamer, habe ich dann aber noch mehr Zugriffsprobleme, wenn ich mal in dem Programm irgendwo eine Zeichnung abspeichern will und so weiter. Wie ist da die Erfahrung? Weil ich will es schon lange machen, aber ich mache es deswegen nicht, weil dann wahrscheinlich keiner mehr damit arbeiten kann. Mein Chef muss es nämlich auch noch können. Ja, also ich bin vor gut 11 Jahren zu Linux umgezogen. Und habe in der Zeit eigentlich gesehen, es gibt fast kein Programm, das der Normalverbraucher nicht auch unter Linux kostenlos irgendwie ersetzen könnte. Das ist also es geht nicht um irgendwelche Programme, die ich kostenlos kriegen kann. Genau. Es geht nicht, ich habe schon verstanden, es geht um Spezialsoftware. Es geht um Programme, die richtig viel Geld kosten, die man sich auch nicht bloß mal für ein halbes Jahr kauft. Und die aber auch wirklich produktiv sind. Genau. Ja, und die gibt es leider eben nur für Windows. Ja. Und zwar, weil Windows nun mal den größten Teil der Rechner besetzt und das nicht für andere Systeme entwickeln wollen, obwohl die das Problem kennen. Genau. Die Möglichkeit, die sich hier jetzt bildet, ist, wenn man einen Rechner hat, der ausreichend leistungsfähig ist. Ich weiß es nicht, was jetzt für Anforderungen von den Programmen allein gestellt werden, aber ich gehe jetzt mal davon aus, bei mir zu Hause steht ein älterer Quad-Core mit 4 GB rum.
Als ich umgezogen bin, hatte ich immer noch ein, zwei Programme, die ich unter Windows haben wollte, weil ich noch keinen Ersatz dafür gefunden hatte. Ich habe das Problem so gelöst, dass ich mir eine virtuelle Maschine gebaut habe. Doch, das nicht? Mit welcher? Ja, ist ja gut. Was für eine virtuelle Maschine haben Sie denn ausprobiert? Bei mir zu Hause läuft VirtualBox drauf. Und in diese VirtualBox habe ich im Endeffekt ein Windows rein installiert. Das heißt, das Windows läuft unter Linux. Für die Sicherheit nach außen kümmert sich Linux mit allen Einstellungen. Und das Programm selber läuft quasi in einem abgeschotteten System auf meinem Computer und kann ich ganz normal benutzen. Also mal wirklich ausprobieren. Es hat sich seit damals auch viel getan. Als ich angefangen habe, bin ich mit Linux 9 eingestiegen und habe geflucht. Und hat dann immer noch jahrelang eine Parallelinstallation mit Windows 2000 damals. Aber das hat sich dann relativ schnell gegeben. Ab OpenSUSE 10 war das. OpenSUSE 10 ging es dann wirklich bergauf. Und mittlerweile gibt es eigentlich nichts, was ich darunter nicht emulieren kann. Was die andere Sache betrifft, ob das ganze System dann langsamer wird. Einerseits besteht ja das Problem, dass viele Software für Windows geschrieben wird unter der Voraussetzung, dass entsprechende Zugriffsrechte bestehen. Ich kenne immer noch Software, die setzt einfach davon heraus, dass der Benutzer der Administrator ist. Das ist auch heute noch leider oft so. Wenn man da jetzt natürlich die Nutzungsrechte auch von Windows her beschränkt, dann meckern oder bocken die Programme. Was die Datenverschlüsselung ist, ich muss sagen, es kommt auf die Menge der Daten an, die verschlüsselt werden. Ich habe jetzt bei mir TrueCrypt auf meinem Zuhause drauf. Der wird automatisch geöffnet, wenn ich das Passwort eingebe. Und von den Schreibzyklen her, von der Geschwindigkeit, merke ich eigentlich so gut wie keinen Unterschied. Außer wenn ich sehr große Dateien abrufe, wie zum Beispiel jetzt für Videoschnitt, wo es wirklich, ich sag's mal, in den Gigabyte-Bereich geht. Da kann es dann schon mal, je nach der Geschwindigkeit der Festplatte und vom System, ein bisschen ruckeln. Nächste Frage. Was mich wundert, dass sich relativ wenige mit Datenoverflow beschäftigen. Das heißt eigentlich, die Systeme so zu verfälschen, dass man dermaßen viele Daten reinkippen würde, dass die eigenen wieder verschleiert werden. Also ich könnte zum Beispiel in jeder Funkzelle, kann ich mir so vorstellen, könnte ich doch sagen, da habe ich jetzt, was weiß ich, 70.000 Handynummern, die werfe ich jetzt einfach an mal 20 Minuten. Und wenn man das bundesweit macht, bekommt man doch an dermaßen einen Datenoverflow, dass keiner mehr was damit anfangen kann. Ich hoffe, ihr hört jetzt keinen Hacker zu. Sagen wir so, die Ermittlungsbehörden, die Möglichkeit haben, sich über einen IMSI-Catcher jetzt einzuklinken, denen ist natürlich nicht daran gelegen, die ganzen Handys abzuschießen, weil das würde ein bisschen auffallen. Die wollen ja nur zuhören. Die wollen ja nur mitschneiden, die wollen ja nur analysieren. Datenoverflow auf einem Handy, die Gefahr, denke ich, besteht theoretisch genauso wie bei anderen Systemen auch. Früher mit dem WinNuke war es ja eigentlich die bekannteste Sache. Und auch heute noch gibt es immer wieder das Problem, dass ein Stack Overflow mal provoziert wird. Keine Ahnung, ob das jetzt der nächste Terroranschlag wird, das Abschalten von einer gesamten Funkzelle. Nein, nicht das Abschalten, sondern einfach produzieren. Ja. Von so vielen Daten. Der Heuhaufen größer. Also die andere Möglichkeit ist einmal zu verschlüsseln, ja. Und die andere Möglichkeit ist einfach andersrum. So viele falsche Daten, dass das System dermaßen viele falsche Daten hat. Ja, also kann mit Payback-Karten machen, man kann da 10 Payback-Karten haben und jeder kann die falschen Dinger nehmen. Man kann das falsche Geburtsdatum überall angeben, dass man 90 Jahre alt ist. Dann bekommt man von bestimmten Firmen nichts mehr und so weiter. Also auch wirklich gezielt solche Systeme zu unterlaufen, nicht nur Sicherheitsvorkehrungen, sondern auch Systeme gezielt zu unterlaufen, dass sie eigentlich wirtschaftlich nicht mehr vernünftig ausgewertet werden könnten. Also ich selber produziere Falschdaten auch. Bei Anmeldungen gebe ich im Endeffekt nicht unbedingt mein richtiges Geburtsdatum ein oder andere Angaben, die personifizierbar sind. Das Problem ist, dass denen das relativ wurscht ist. Über die Masse kriegen die Wirtschaftsunternehmen auf alle Fälle die ganzen Daten. Und wenn jetzt ein paar Rückläufer da sind bei ihren Postwurfsendungen, das fällt dann nicht mehr unter das
groß ins Gewicht. Was die Geheimdienste anbetrifft, die schneiden sowieso alles mit. Die freuen sich ja auf den Hauhaufen, ganz egal, ob sie den jetzt nur noch abfackeln können oder nicht. Das hat der Herr Klepper von der NSA in einem Interview letztes Jahr auch nochmal dargestellt. Es geht im Endeffekt nur um Sammeln, 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 um es dann bei Bedarf auswerten zu können. Das heißt, wir können zwar den Heuhaufen größer machen, aber mit den fortschreitenden Analysierungs- und Verknüpfungsmethoden Big Data besteht zumindest die theoretische Möglichkeit, dass man dem auch irgendwann Herr werden kann und die False Positives dann ein bisschen trennen kann. Man sollte auf alle Fälle grundsätzlich sagen, personenbezogene Daten gehören bei einer Anmeldung nur so weit gemacht, wie sie unmittelbar zur Leistungserbringung von dem Dienst notwendig sind. Und ich schicke dann immer gleich an den Datenschutzbeauftragten die schöne Mail, meine Daten sind zu sperren bzw. zu löschen. Ich berufe mich da auf das Bundesdatenschutzgesetz, § 1920. Und das funktioniert mittlerweile auch ganz gut. Ich hatte vor 4 Jahren ein großes Problem, da bestand 80% meiner Briefpost im Endeffekt aus Werbung. Und ich habe da teilweise wirklich 3 Jahre lang rumgeschrieben, nachverfolgt, wer hat meine Adresse bei welcher Auskunft teil, wer an wen was verkauft. Teilweise haben die Leute sich einsichtig gezeigt und gleich gelöscht, teilweise musste ich ihn mit dem Landesdatenschutzbeauftragten kommen, aber es hat am Schluss funktioniert. Mittlerweile habe ich keine Postwurfsendungen mehr. Es ist auf alle Fälle zu empfehlen, es ist machbar, aber wir sollten uns da jetzt nicht in Sicherheit wiegen, dass das das Problem lösen kann. Es kann es im besten Fall herauszögern, weil die Schraube an der Entwicklung immer weiter gedreht wird. Und wenn die Herrschaften vor einem Problem stehen, dann suchen sie nach einer Lösung und hinterfragen nicht, ob sie selber das Problem sein können. Also einen Datenoverflow zu produzieren, um den amerikanischen NSA-Server absaufen zu lassen, die Daten werden wir nicht schaffen? Da habe ich meine Zweifel. Wenn die allein ein eigenes Wasserkraftwerk brauchen, um ihren Serverpark zu kühlen, dann können wir uns da ungefähr mal ein Bild davon vorstellen, wie viel Terabyte Platten da in den Stacks laufen. Soweit ich mitbekommen habe, ist die NSA noch nicht in der Lage, mit NuPG verschlüsselte Mails zu entschlüsseln und speichert diese auf Vorrat. Insofern wäre es aus meiner Sicht vielleicht durchaus sinnvoll, wenn wir viele, viele Mails verschlüsseln, damit dann doch vielleicht irgendwann mal der Server überquillt. Also vor allem auch nicht wichtige oder nicht geheime Mails, einfach generell alles verschlüsseln, sobald es geht, einfach um den Heuhaufen zu erhöhen. Das Verschlüsseln selber ist ja, das ist auch immer was, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, es ist eigentlich ganz einfach. Man muss das Programm nur installieren. Für jeden E-Mail-Client gibt es ein Plugin, das das Ganze verwaltet. Man erzeugt den Schlüssel, man kann den ja auch jederzeit widerrufen, neu ausgeben. Das ist ein Knopfdruck. Man bewegt die Maus über eine halbe Stunde und zufallsgeneriert wird dieser Schlüssel erstellt. Und dann muss man ihn nur verteilen. Wenn ich irgendjemandem eine E-Mail schicke, der bereits von mir den Schlüssel hat und ich seinen Schlüssel habe, dann macht die Verschlüsselung das Programm automatisch. Deswegen frage ich mich auch immer, warum machen es die Leute nicht? Ich will dich kurz korrigieren. Man muss nicht eine halbe Stunde gehen, das geht nicht. Ja, man muss nicht. Ja, ich habe meinen Aluhut heute vergessen, sonst wüsste jeder, was für einer ich bin. Wie ist denn der Zeitaufwand, um den ganzen Kram zu pflegen? Den Schlüssel. All dieses. TrueCrypt ist installiert in 10 Minuten, der Container ist in 20 Minuten aufgesetzt. GnuPG normal 5 Minuten installieren, 5 Minuten einrichten. Man kann sich dann gerne noch ein bisschen mit den Feinheiten beschäftigen, aber nach spätestens einer Woche kennt man wirklich alle Kniffe. Und zwar jetzt nicht nonstop, sondern ganz normal parallel zu seinem Arbeiten. Was E-Mail-Verschlüsselung betrifft, wir installieren das Programm, wir erzeugen den Schlüssel, wir verteilen ihn und warten darauf, dass die anderen ihn benutzen. 15 Minuten. Weil ich benutze Computer seit 1988. Ich habe mich damit nie anfreunden können. Und jedes Mal habe ich immer irgendeinen gekannt, manche, die haben auch Geld dafür verlangt, die dann gesagt haben, ja, und sie sind also die Experten. Und da hast du ein Problem, das hat dich also eine halbe Stunde aufgehalten, bis du dann hingestellt hast und gesagt hast, leg mir am Arsch und schreibe halt mit der Hand. Und dann ist der kommen und dann sitzt der da 4-5 Stunden und dann geht es wieder. Das hat mich jedes Mal so was von fuchsig gemacht. Und auch jetzt ist dasselbe. Also ich kriege von Firmen, mit denen ich zusammenarbeite, irgendein Excel mit Makros.
Irgendeiner meint mal ganz freundlich, da muss man jetzt LibreOffice installieren, dann funktioniert das Excel nicht mehr. In LibreOffice geht es sowieso nicht. Lauter so Krampf, lauter so Kaskrampf. Wow. Deswegen, das ist etwas, was mich abschreckt. Und ich kann mir vorstellen, dass andere Menschen einfach da... Du wächst in mir jetzt eine Art professionelles Interesse. Denn ich habe es wirklich bis jetzt so gemacht, jede Excel-Datei, die bei uns in der Firma nicht geöffnet werden konnte, hat LibreOffice geöffnet. Und beide Programme funktionieren. Deswegen. Also, ich konnte sie aufmachen, dann hat LibreOffice sie präferiert, also bevorzugt aufgemacht. Dann musste ich mir den sagen lassen, ja, das musst du in den Einstellungen ändern, dass er das mit dem aufmachen soll. Aha, warum hast du es nicht gleich gesagt, wenn du es schon installierst, den Kram, und lässt mich damit zum Scheiß sitzen. Ja, du musst es doch wissen. Ich muss ich nicht wissen, verdammt normal, ich spreche 5 Sprachen, aber das muss ich nicht wissen. Also, nee, und dann stelle ich es um und dann funktionieren die Makros nicht mehr. Nee. Also es ist so, die EDV ist sicher vertrackt. Man kann viel falsch machen, man kann viel richtig machen, man kann Glück haben, man kann Pech haben. Viele Leute gehen heute auch mit einem anderen, mit einer anderen Herangehensweise an die EDV heran. Du von 1988 weißt noch, wie das ist, mit einer Bootdiskette den Rechner zu starten. Das wissen viele heute nicht mehr. Wenn ich irgendwo gerade mal die Eingabeaufforderung von MS-DOS aufrufe, dann gucken sie mich an, als hätte ich gerade ihren Rechner gehackt. Viele Leute haben sicherlich das Problem, weil sie die Hintergründe nicht mehr kennen. Oder weil sie auch gar nicht so richtig kennen wollen. Es ist heute wie mit dem Auto, ich gebe es auch zu, ich fahre ein Auto, ich kann es nicht reparieren. Ich kann die Glühbirne wechseln und den Reifen, auf Sommer- Winterreifen, mehr kann ich nicht. Die Systeme sind komplizierter geworden und das schreckt natürlich auch die Leute ab. Andererseits habe ich auch gerade jetzt gelernt mit der ganzen Verschlüsselungstechnik. Ich hatte ja vorher auch keine Ahnung. Es ist machbar. Und wenn du sagst, du hast eine Menge um die Ohren, dann fehlt dir natürlich auch einfach die Zeit, dich da richtig reinzuknien. Und der Nerv, klar, logisch. Du hast einen Termindruck, du musst die Datei fertig kriegen, sie streikt, der Rechner ist, schmeißt man aus dem Fenster. Das ist die erste Reaktion, die ich bei anderen Leuten auch erlebe und das ist ganz normal. Nein, ich habe in Lateinamerika gelebt und habe dort gelernt, La Informatica es una competizione entre el universo y, wie hat das geheißen? Y peritos, no, y tontos, y el universo va ganando. Heißt auf Deutsch, Informationstechnologie ist ein Wettbewerb zwischen dem Universum und den Idioten. Im Augenblick gewinnt das Universum. Ja gut, ich möchte jetzt hier nicht so hochgehen, dass ich sage, das folgt einem göttlichen Plan, die menschliche Rasse zu vernichten. Ich möchte auch wirklich nicht behaupten, ich bin ein Experte. Ich kann durchaus sein, dass bei mir bis jetzt einfach alles aus Glück gut gegangen ist. Das hat mich natürlich optimistisch gestimmt. Aber wie gesagt, bring das nächste Mal deinen Laptop mit. Den möchte ich mir wirklich gerne anschauen. Es ist auch so. Wir haben uns das vom Kreisverband Augsburg jetzt auch schon überlegt, weil wir, auch wo wir jetzt den letzten Vortrag in Schwabünchen gehalten haben, doch ein paar Fragen dazu gekriegt haben, ob wir das einfach mal in ein paar Workshops dann auch anbieten. Vom Ferienprogramm Schwabmünchen sind wir sowieso schon dabei, regelmäßig da so Computerkurse für die Kiddies anzubieten. Und vielleicht machen wir das Ganze einfach auch mal dann für Erwachsene, dass die dann einfach ihren Lappy mitbringen und dann ihre Fragen stellen können. Wenn ich dich jetzt höre, ist, denke ich mal, Potenzial da, dass wir so einen Haller voll kriegen. Ja, ja. Welche Ideen hast du, was wir machen können? Wir haben heute eine geile Idee gehabt, dass wir vielleicht als Piraten hier Stromladesäulen anbieten. Bitte was? Dass wir als Piraten Stromladesäulen anbieten könnten. Das war eine Idee, die wir heute Vormittag hatten. Aha. Mit einem integrierten Freifunkrouter. Und die Leute können dann da tanken und gleichzeitig Internet und dann noch ein bisschen was spenden, um Parteispenden zu generieren. Das war so eine Idee. Welche Ideen können wir anbieten, wo wir ein bisschen was für die Partei tun können? Oh, hier in dem Zusammenhang. Ja. Workshops, ganz klar. Workshops. Das ist auf alle Fälle was, den Leuten halt wirklich die Angst vor der EDV nehmen, die Angst vor der Verschlüsselung nehmen und auch zeigen, es ist gar nicht so schwer. Die Stromladesäule, das ist interessant. Wie jetzt irgendwo hingestellt mit Solarbatterie zum Aufladen. Das sind verschiedene Sachen denkbar. Also ich denke mal, Willi macht das ja in Ulm und in Neu-Ulm, Freifunk. Der sucht also Kneipen und bringt da Router unter für Freifunk. So, was hindert uns dran, dem zu sagen, pass auf, wir stellen dir eine Stromladesäule vor die Tür.
für Elektroautos und da ist der Router drin. Die ist natürlich teuer, das ist klar. Aber wir können da schon uns was einfallen lassen. Also da lässt sich sicher ein Modell ausdenken. Und die Leute können dann tanken, können das Internet nutzen, können dann auch gleich in die Kneipe gehen und was essen und trinken. Ja. Das ist bestimmt keine schlechte Idee. Also irgendeinen vernünftigen, konkreten Nutzen anbieten. Die CSU hat es mit Freibier geschafft. Das ist ihre Spezialität. Ja klar, ja, dann machst du halt noch drei Schokos hin, das ist dann... Das wäre auf alle Fälle eine Sache. Ja, du, start doch einfach mal ein Brainstorming über die Mailingliste. Noch eine Baustelle. Kann ich ja machen, Bayern. Ja, gute Idee. Gut, ich sehe schon die ersten Packen. Kein Problem. Ich möchte das einfach nutzen, um mich nochmal für das Interesse zu bedanken. Wer Interesse an diesem PDF hat von dem heutigen Eintrag, der nimmt einfach mit mir Kontakt auf, fragt mich wegen der, oh, ich sehe schon USB-Sticks, perfekt, lade mir gleich drauf. Genauso, wer heute mit seinem Lappy da ist und sich gleich die aktuelle Version von GNU-Pegitor oder so weiter draufladen möchte, habe ich hier auch mit auf der Kiste. Ansonsten bedanke ich mich einfach und wünsche noch einen schönen Abend. Danke dir. Klasse. Gleich her damit. Was soll's? Was darf sein? Dann nutze ich noch die Gelegenheit, nachdem jetzt alle schon wegrennen. Hey, kommt gut nach Hause, also ciao. Ciao, Trixi, und danke, dass ihr da wart. Und dann hoffe ich, dass wir uns wiedersehen beim nächsten Piraten-Event. Oh, ich kann nicht eingehängt werden. Beim nächsten Schwabenplenum oder wo auch immer. Bis dann, danke, ciao.